Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die erste offizielle Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist da. Der Podcast für Frauen im Network Marketing, für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, abonniere ihn sehr gerne. Denn heute, genauso wie in den nächsten Folgen, bringe ich dir wundervolle, inspirierende Menschen hierher, welche dich motivieren und ihre Erfahrungen und Learnings mit dir teilen. Ich freue mich und bin stolz, eine so wundervolle Frau in meiner ersten offiziellen Podcast-Folge zu Gast zu haben. Aber kommen wir erstmal zur offiziellen Anmoderation. Corinna Werner ist nicht nur Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und hat Gesundheitspsychologie studiert, sondern vor allem ist sie Profi im Network Marketing. Und das seit mittlerweile über 15 Jahren und davon seit 12,5 Jahren bei ein und demselben Network Marketing Unternehmen. Über die letzten Jahre hat sie ein unglaublich großes Team aufgebaut und profitiert durch ihr Partnerunternehmen von vielen Zusatzleistungen, wie zum Beispiel von ihrem eigenen Auto, von unvergesslichen Reisen, dem Rentenprogramm und. Corinna ist für mich persönlich der Inbegriff von positiver Energie. Und das ist auch der Grund, wieso ich nicht lange überlegen musste, wer meine erste Interviewpartnerin werden wird, weil Corinna, wenn du sie zum ersten Mal triffst, dann sprüht sie nur so vor Lebenslust und positiver Energie und Lebensfreude und du fühlst dich einfach sofort wohl. Und was ich nebst ihrer Energie so besonders an ihr schätze, ist ihre Ehrlichkeit und ihre Klarheit, die sie hat, Menschen zu führen und sie persönlich, aber auch geschäftlich, einfach aufs nächste Level zu bringen. Und heute wird sie darüber sprechen, wie es ihr gelungen ist, einen monatlich sechsstelligen Umsatz mit ihrem Team aufzubauen und was es mit Karmic Management auf sich hat. Herzlich willkommen, meine Liebe. Hallo, Alessandra. Schön, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich auf unser Gespräch und erzähl uns doch zum Anfang mal ein bisschen was über dich, in die Vergangenheit zurück. Wie bist du mit Network Marketing in Verbindung gekommen? Ja, Corinna Werner, mein Name, das habt ihr schon gehört. Ich bin 40 Jahre alt mittlerweile. Man sagt, man sieht es mir nicht an. Ich werde immer wieder gefragt, das kann nicht sein. Liegt wohl daran, dass ich meinen Körper optimal versorge und optimal so benutze, wie menschlicher Körper gerne bewegt und ernährt werden möchte. Ich bin ganz normal in einer Kleinstadtfamilie mittelständisch aufgewachsen, habe eine 2 Jahre ältere Schwester, mit der ich so meine Streitereien hatte und natürlich auch ganz viel positive Dinge hatte. Also ich bin wirklich ein gut erzogenes, total glückliches Kleinstadtkind mit allem, was man braucht. Ich war gerade gestern Abend wieder bei meinen Eltern, habe mit denen zusammen Armbrot gegessen und bin ein ums andere Mal so dankbar für das, wie ich aufwachsen durfte, was mir ganz, ganz viel mitgegeben hat. Ich habe dann Abitur gemacht, habe danach meine Fitness- und Aerobic-Trainerin-Ausbildung gemacht, habe also meine Ausbildung zur Physiotherapeutin im Fitnessstudio finanziert, ist ja schließlich eine Privatausbildung in Deutschland. Also musste ich Geld dazu verdienen, weil meine Eltern mir zwar die Schule bezahlt haben, aber dann daneben nicht mehr so viel Geld übrig war. Also durfte ich da dann direkt auch arbeiten. Ich bin es gewohnt, seit meinem 14. Lebensjahr arbeiten zu gehen. Nicht, weil das Geld nicht ausgereicht hat, sondern weil ich immer schon ein bisschen mehr wollte vom Leben und mir ein bisschen was gönnen können. Und das habe ich damit auch schon gemacht. Und dann habe ich nach meiner Physiotherapieausbildung 3 Jahre freiberuflich gearbeitet, immer noch nebenbei im Fitnessstudio ganz viele Stunden gemacht und Geld verdient und meinen Körper fit gehalten, auch das natürlich. Und habe dann im zarten Alter von 26 Jahren meine eigene Praxis als Physiotherapeutin aufgemacht. Mein Traum schlechthin. Ich werde diesen Moment nie vergessen, wie ich morgens meine Praxis aufschließe, ganz alleine, nur ich für mich. Ich gehe da rein und denke so, ja. Wow. Jetzt hast du es geschafft. Und hätte mir zu dem Moment mal jemand gesagt, und Corinna, in gar nicht allzu langer Zeit wirst du diese Praxis wieder verkaufen, hätte ich demjenigen den Vogel gezeigt und gedacht, im Leben nicht, das ist mein Traum, das mache ich jetzt, bis ich aufhöre zu arbeiten. Und dann durfte ich aber leider relativ schnell feststellen, dass Physiotherapie in Deutschland mit Rezept und Arztverordnungen
gar nicht so ganz das ist, was ich mir eigentlich von Behandlung eines Menschen ganzheitlich vorstelle. Und so war ich dann schnell auch irgendwie schon mit dem, was ich getan habe, sehr, sehr glücklich, aber mit dem, was hinten bei rauskam. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ich hatte zu Höchstzeiten 10 Mitarbeiter. Ich hatte auch noch einen Kursraum in der Praxis, habe da ganz viel Kurse gemacht. Das Konzept war gut. Aber das, was die Krankenkassen uns dort gezahlt haben, war nicht so, dass ich mir das aufbauen konnte, was ich mir eigentlich hätte aufbauen wollen. Und dann war ich gezielt auf der Suche nach einem zweiten Standbein. Mir war sehr klar, das muss irgendwie was mit meinem Job an sich zu tun haben. Ich will jetzt nicht was komplett Neues machen. Und bin dann zum Thema Network Marketing gekommen. Weil als Physiotherapeutin macht man eins. Man empfiehlt seinen Patienten ständig irgendwelche Dinge. Geh zu dem Arzt, hol dir dieses Hilfsmittel, dann geh doch nochmal in diesen Verein, mach den Sport, das Fitnessstudio hat einen tollen Kurs für das, was du brauchst. Also immer, immer, immer war ich am Weiterempfehlen. Und hast du damals schon gewusst, was Network Marketing alles zu bieten hat? Oder war es eher so, ich habe davon gehört und ich probiere es jetzt mal aus? Tatsächlich kam es wie so oft zufällig auf mich zu. Ich war dann auf der Suche und als mir dann jemand erklärt hat, was Network Marketing ist, war mein erster Gedanke, hey cool, das ist doch das, was ich eh mache, nur endlich kriege ich dafür Geld. Weil weder der Italiener, den ich empfohlen habe, noch der Arzt, den ich empfohlen habe, hat mir dafür Geld bezahlt. Und dann dachte ich mir, hey, ich mache das, ich empfehle etwas, mit dem ich zufrieden bin und kriege dafür Geld. Dachte ich. Weil der Anfang im Network Marketing, wir haben es ja im Vorgespräch gehabt, war ja nicht ganz so, wie ich es mir dann vorgestellt habe. Weil da waren auf der einen Seite Produkte, also ich habe alle meine Network Marketing-Versuche waren im Bereich Nahrungsergänzung, Supplements. Und da war halt meine Idee, ja cool, dann nehme ich das jetzt und dann geht es mir gut und dann empfehle ich das weiter. Darf ich noch mal kurz einen Schritt zurück? Du hast gesagt, du hast dann gemerkt, dass am Ende des Monats nicht so viel übrig geblieben ist in deiner Physiotherapiepraxis. Wie war dann der Moment für dich? Oder hast du damals schon fix die Entscheidung getroffen, damit aufzuhören und jetzt mit Network Marketing quasi Vollzeit zu arbeiten? Oder war das so Schritt für Schritt? Überhaupt nicht. Also meine Idee war wirklich ein zweites Standbein, weil, wie ich eben schon sagte, ich liebe meinen Job und ich liebe meinen Beruf und nie im Leben würde ich meine Praxis aufgeben. Das habe ich auch in jedem Einzelnen wieder gesagt und auch da, wo ich jetzt heute angekommen bin in dem Network, auch da habe ich gesagt, niemals werde ich meine Praxis verkaufen. Meine Sponsorin hat damals schon gesagt, naja Corinna, und irgendwann verkaufst du dann deine Praxis und ich habe ihr einen Vogel gezeigt. Im Leben nicht, das ist mein Baby. Ich verkaufe doch nicht mein Baby. Ja? Und jetzt hast du gesagt, du bist gestartet, hast eine erste Firma ausprobiert und hast Produkte probiert. Und wie war das dann? Wie ging das dann weiter? Das war nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten, in der dritten und in der vierten Firma so, dass ich weder Produktresultate hatte, noch Geld verdient habe, noch jemand da war, der mich an die Hand genommen hat und mir gezeigt hat, wie jetzt dieses Network Marketing eigentlich wirklich funktioniert. Also ich hatte es irgendwie grob verstanden, ich kriege für das, was ich empfehle, Kohle. Das fand ich erstmal gut, weil war ja vorher nicht so. Aber tatsächlich hat es gar nicht funktioniert bei mir, weil ich habe die Produkte nicht gespürt, nicht gemerkt. Ich meine, ich war Anfang, Mitte 20, ne? Da war ich auch so der Meinung, naja, was soll ich auch spüren? Aber damit war es dann halt schwierig, irgendwas weiter zu empfehlen, von dem man jetzt gar nichts selber merkt. Und dann habe ich eigentlich danach, nach der vierten Firma für mich beschlossen, gut, dann lässt es halt bleiben. War vielleicht ein netter Gedanke, aber dann wohl doch nicht. Also hast du dann quasi das erste Mal so den Glauben an Network Marketing verloren? Mhm. Und hast du gedacht, okay, die es geschafft haben, das ist wahrscheinlich nur Zufall, aber für mich ist das nichts. Genau, so war mein Gedanke. Und wie bist du dann zu deiner aktuellen Firma gekommen? Oder wie hast du dann trotzdem wieder neuen Mut oder Motivation gefunden, doch weiterzumachen und wieder an Network Marketing zu glauben? Das war meine unersättliche Neugier. Und ich bin heute froh, dass ich bei einer fünften Firma nochmal neugierig genug war, um es auszuprobieren. Und tatsächlich habe ich dann, als ich dem Thema Nahrungsergänzung den Rücken gekehrt habe, für mich beschlossen, ich möchte fasten. Soll irgendwie gut sein, um mitreden zu können. Das geht mir bei allem so, bei jeder Diät, bei jedem Programm. Ich probiere das mit meinem eigenen Körper, um dann wirklich mitreden zu können. Und dann wollte ich fasten. Und dann kam diese Fastenleiterin mit einem Auto, wo ganz fett Werbung von einer Nahrungsergänzungsfirma drauf war. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich wollte doch mit diesem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben. Und hatte anhand des Kennzeichens aber gemerkt, so, die ist jetzt so 1,5-2 Stunden Auto gefahren hierher. Ich bin ja ein wohlerzogenes Kleinstadtkind.
dann gehen wir halt essen, dann erzähl mir halt, was du mir erzählen willst. Und mir war schon klar, wir werden wohl doch nicht über Fasten sprechen. Mhm. Saß dann wirklich mit verschränkten Armen da und sag so, Dann hat sie mir aber genau die richtigen Dinge erzählt und genau das erzählt, was so bei mir gedrückt hat. Ne? Nebenbei Einkommen aufbauen, neben der Praxis und meine Behandlungen noch unterstützen, den Stoffwechsel bei den Patienten anregen und damit natürlich auch meine Behandlung, die ich mit den Händen gemacht habe, zu intensivieren und die Erfolge zu verbessern. Mhm. Und dann dachte ich mir am Ende des Abends so, naja, was habe ich denn zu verlieren? Eigentlich nichts. Dann gibt es auch noch ein Rückgaberecht. Wie super ist das denn? Und dann habe ich ihr aber nicht zuversichtlich, sondern eher bockig, ja, weil ich wollte ja nicht und sie kam ja auch unter einem fremden Vorwand vorgefahren, habe ich gesagt, mit verschränkten Armen, so, ich probiere das Zeug jetzt aus. Ich sage bis heute noch das Zeug. Ja? Und ich beweise dir, A, dass die Produkte nicht funktionieren, B, dass man damit kein Geld verdienen kann und C, dass du mich nicht für mich da bist. Und bei jedem einzelnen Punkt sagte sie, ja, Corinna, aber ich bin anders und bei uns ist das anders. Und es kam mir so wie so ein Déjà-vu vor. Ne? Das habe ich irgendwie schon 4-mal gehört gehabt. Und tatsächlich haben wir gerade vor 2 Wochen wieder zusammengesessen, meine Sponsorin und ich, und genau über diese Situation so gelacht, mit einem Gläschen Champagner angestoßen, gedacht, gut, dass sie so hartnäckig war und ich so neugierig war, um das durchzuziehen. Weil 3 Monate später hatte ich so knapp 1.000 Euro auf meinem Scheck im 3. Monat und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du, ich bin gescheitert. Und sie so, hä, wieso? Du musst doch so knapp 1.000 Euro auf dem Konto haben. Ich so, ja, aber ich wollte dir doch beweisen, dass das nicht funktioniert. Jetzt komm hierher und erklär mir, wie es richtig geht. Und man muss vielleicht dabei bedenken, ich habe damals in meiner Praxis mit 10 Mitarbeitern so zwischen 15.000 und 20.000 Euro Umsatz gemacht. Und wenn dann da 300 Euro auf dem Scheck vom Network stehen, das ist überhaupt nicht aufgefallen bei mir. Ja, das ging da irgendwie mit in die Masse rein und fiel nicht auf. Durchlaufposten. Ja, genau. Und als diese knapp 1.000 Euro da waren, dann dachte ich so, jetzt wird es doch interessant. Habe dann ein Jahr später die 2.000 Euro Marke überschritten und da war ich nie wieder drunter. Und bis heute mache ich das Geschäft ja nebenbei. Also hier sieht man ja, was ich sonst so mache. Das heißt, ich gehe in Unternehmen, mache Seminare, Workshops, Einzelcoachings, Einzelberatungen, mache auch Einzelcoaching im Bereich Gesundheit. Und gerade jetzt in dieser Zeit, die wir haben, wir schreiben den Juli 2020, bin ich so, so froh, dass ich mir in den letzten 12,5 Jahren dieses Business aufgebaut habe, weil das alles, also Seminare, Workshops, habe ich die letzten 4 Monate alles nicht machen können. Und dementsprechend war ich so, so froh, mir auf der einen Seite dieses passive Einkommen aufgebaut zu haben, auf der anderen Seite mit der Möglichkeit über Online, über Zoom-Calls, über Webinare und wie sie alle heißen, mir da tatsächlich auf der einen Seite einen gewissen Teil meines Businesses zu erhalten und auf der anderen Seite das Thema Network Marketing weiter voranzubringen. Und genau das habe ich getan und bin damit sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden. Ja, sehr spannend, was du sagst, vor allem die Faktoren, die du erwähnt hast, was so wichtig ist, gerade vielleicht sind hier auch Zuhörerinnen, die gerade frisch gestartet sind oder die sich überlegen, ja, ist Network Marketing was für mich? Ich glaube, was ganz wichtig ist, überleg dir, ob die Produkte erstens zu dir passen und ob sie bei dir selbst Wirkung zeigen, dass du zu 100% dahinter stehst. Zum Zweiten, hast du jemand oder bist du in einem Team, was richtig aufstrebend ist, was motivierend ist, wo du vielleicht auch gewisse Strukturen, Prozesse übernehmen kannst, also nicht alles neu erfinden, neu aufbauen musst. Klar geht das auch. Es gibt immer wieder Führungskräfte, die zeigen, dass das möglich ist. Es ist aber auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend oder viel, viel anstrengender, wie du jetzt beschrieben hast, wenn du in eine Organisation reinkommst, wo die Dinge halt schon funktionieren und wo du das Gefühl hast, du bist Teil eines gut funktionierenden Teams. Ja, das, und Ding das jetzt ist tatsächlich auch dieses Teil eines zu sein, merke ich immer wieder, ist so ein Ding, wenn bei irgendwem im Team die nächste Qualifikationsstufe ansteht und dann wirklich das ganze Team daran arbeitet, diese eine Person voranzubringen, dieses Teil eines Ganzen zu sein, das ist unglaublich. Und ein Satz, den ich von einem lieben Kollegen gerade auch letzte Woche gehört habe, ist, Individualität funktioniert im Network Marketing nur bedingt. Das, was am allerbesten funktioniert, ist Duplikation dessen, was die erfolgreich gemacht hat, die da oben stehen und erfolgreich sind.
Ja, das ist ein guter Ansatz oder Hinweis, weil ich habe in den letzten 10 Jahren oftmals gesehen, dass viele Vertriebspartner neu gestartet sind und dann mal dachten, so, jetzt erfinde ich das Rad mal neu. Jetzt zeige ich den ganzen Leuten, die da oben sitzen und sechsstellig verdienen, wie das funktioniert oder dass das, was sie machen, eben nicht funktioniert. Aber es hat einen Grund, wieso sie da hingekommen sind. Klar variieren gewisse Dinge auch über die Jahre oder jetzt ist viel auf online gegangen, aber gewisse Arbeitsweisen bleiben trotzdem gleich. Du musst sie halt nur auf den entsprechenden Kanal adaptieren. Aber wir haben jetzt von den externen Faktoren geredet, eben Upline, die funktioniert oder Produkte, wo du dahinter stehen kannst, wo du wirklich auch Geld verdienen kannst, also ein Karriereplan, der funktioniert. Was denkst du, welche persönlichen Eigenschaften braucht denn eine Networkerin, um dieses Business wirklich erfolgreich aufzubauen? Zum Beispiel die drei für dich wichtigsten Eigenschaften. Ja, also tatsächlich auf der einen Seite das, was wir als Frauen besonders gut können, Beziehungen aufbauen, also in Beziehungen mit Menschen gehen. Das ist etwas, was wir Frauen ja per se sehr gut können und auch häufig besser können als Männer können und das voll ausspielen mit allem, was dazugehört. Einfach Beziehungen zu den Menschen, Verbindungen zu den Menschen aufbauen, die ich in mein Team hole. Und egal, ob ich Frauen in mein Team hole oder Männer in mein Team hole, das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach das, was wir als Frauen, die Weiblichkeit ausspielen, das Frausein ausspielen, dieses Beziehungsthema ausspielen als erstes. Als zweites, absolute Authentizität. Und das sehe ich zweierlei. Auf der einen Seite, es muss keiner zum Physiotherapeuten, zur Krankenschwester, zu irgendwas werden, wenn wir jetzt gerade im Bereich Nahrungsergänzung sind, im Network Marketing, sondern einfach derjenige, diejenige bleiben, die ich bin und dazu auch ehrlich stehen, authentisch dazu stehen. Auf der anderen Seite aber auch mal sagen dürfen, sagen können und es auch tun, wenn es mir nicht gut geht. Nur die Frage ist halt, wenn es mir nicht gut geht, auf welche Veranstaltung gehe ich, was mache ich dann und mit wem rede ich? Ja? Wenn es mir super geht, kommuniziere ich das in meine Downline. Wenn es mir nicht gut geht, rufe ich meine Upline an. Dafür, sagen wir immer so schön, dafür kriegt die Upline Geld. Ja? Da zu sein, wenn es auch mal nicht läuft. Natürlich freuen wir uns miteinander, wenn es gut läuft, aber immer dann, wenn irgendwas mal gerade nicht so gut läuft oder es mir mal nicht so gut geht, dann nehme ich den Hörer an, in die Hand und rufe meine Upline an. Das geht meine Downline einfach nichts an. Also jammern niemals nach unten, sondern nur nach oben. Genau, ja, genau, tatsächlich. Und als dritten Punkt sei Vorbild. Und zwar auch da wieder zweierlei Punkte. Das eine ist, wenn man eins lernt im Network Marketing, dein Team tut niemals das, was du sagst, sondern tut das, was du tust. Das heißt, die machen genau das, was du machst. Bist du selbst aktiv, ist das Team aktiv. Bist du nicht aktiv, ist das Team auch nicht aktiv. Zu 99%. Also es gibt ab und zu mal ein paar Ausreißer, die trotzdem aktiv sind, wenn man selber nichts macht oder die trotzdem nichts machen, wenn man selber aktiv ist. Aber so grundsätzlich ist es, bin ich selber aktiv, ist das Team aktiv und bin ich inaktiv, ist das Team auch inaktiv. Da kann ich reden, wie ich will, die machen nichts. Und das Zweite zum Thema Vorbild ist tatsächlich, wenn du rausgehst und Menschen ansprichst, wenn du im Zoom stehst und Menschen ansprichst, frag dich zuerst selbst, ob du dir, so wie du heute drauf bist, folgen würdest. Ob du dir als Vorbild folgen würdest. Ob du das glauben würdest, was du da erzählst. Stimmt das, was du sagst, mit dem, wie du bist, überein? Und wirkt das auf den anderen? Oder erzählst du nur irgendwas, aber ziehst dabei eine Flappe, als wäre gerade, was weiß ich, Weltuntergang draußen? Ja? Aber die Produkte sind doch total toll und die sind doch total super. Ja, also wenn das nicht von Herzen kommt und alles in allem Authentizität, Vorbild sein, Weiblichkeit sein, das, was am allermeisten verkauft im Network Marketing, ist deine Begeisterung vom Produkt. Deine Begeisterung vom Network Marketing. Und das ist das, wo du jederzeit Vorbild sein darfst für deine Downline, jederzeit Vorbild sein darfst für diejenigen Menschen, die du ins System bringen möchtest. Weil die da draußen wollen Leute mit guter Laune, die da draußen wollen Leute mit Energie, die da draußen wollen Leute, die begeistert sind von etwas und sich anstecken lassen von Begeisterung. Es gibt ja diesen schönen Satz, ich bin bei uns immer ein bisschen verschrien als das Phrasenschwein, ja? Du kannst den anderen nur entfachen, was in dir selbst lodert. Und das ist für mich so ein Satz, der mich immer wieder begleitet in Network Marketing. Und wenn dann Teampartner zu mir nach Hause kommen und sagen so, Corinna, das Zeug steht ja wirklich überall bei dir rum. In der Dusche, im Bad, in der Küche, du trinkst das ja wirklich. Oder auch, wenn mich jemand fragt, wenn ich jemanden anfange zu präsentieren, der neu ist, ja,
und die dann sagen, trinkst du das eigentlich selber, das Zeug? Und ganz ehrlich, dann komme ich mir verarscht vor. Mein Empfinden ist, ich würde doch niemals 12,5 Jahre dieses Zeug verkaufen, wenn ich da nicht voll von begeistert wäre und ich es nicht trinken würde. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich treffe so viele Networker, die zwar ein Produkt oder mehrere Produkte verkaufen oder versuchen zu verkaufen, dann bist du bei denen zu Hause, hältst einen Vortrag oder machst sonst was, gehst zur Toilette. Das ist übrigens bei mir immer etwas vom Ersten, was ich mache. Ich gehe zur Toilette oder in die Küche und schaue mir mal an, wie es da aussieht. Und nur anhand von diesen zwei Gängen, Toilettengang und Küchengang, erkennst du direkt, ob die Person hinter den Produkten, hinter dem Unternehmen steht oder ob sie dir einfach nur was verkaufen möchte, weil es halt monetär gesteuert ist oder ob da wirklich Herz und Leidenschaft dahinter steckt. Ja. Ich habe auch in den vielen Jahren bestimmt schon 10, 12, 15, keine Ahnung, wie viele Vertriebler bei mir sitzen gehabt, die haben gesagt, hier, ich habe gehört, das Zeug soll gut sein, ich verkaufe dir das. Mhm. Ich so, als allererstes nimmst du mal die Produkte selbst. Nee, ich nehme doch das Zeug nicht, ich verkaufe das einfach nur. Und dann hebe ich immer die Hände und sage, du, dann nicht mit mir. Ja. Dann nicht mit mir. Dann geh irgendwo anders hin, versuch das mit irgendwem anders, aber nicht bei mir. Weil wir haben so wirkungsvolle Produkte und ich möchte einfach nur produktbegeisterte Menschen in meinem Team haben. Und wenn jemand von Anfang an den Produkten rumnölt, aber so richtig gut schmeckt das ja doch nicht, dann sage ich mal, du ganz ehrlich, entscheide du für dich, ob du die Produkte weiterhin nutzen möchtest oder nicht. Mhm. Aber Geschäft machen wir beiden zusammen nicht. Und das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, weil viele Frauen stehen nämlich vor dieser Herausforderung, aus dieser Bittstellerhaltung oder wie ich es immer nenne, aus diesem Mutter-Teresa-Instinkt rauszukommen oder ihn loszulassen, weil sie Angst haben, halt keine neuen Partner zu finden oder weil sie Angst haben, dass dann die Struktur zusammenbricht. Und ich glaube, das kannst du sicher unterschreiben, wenn ich sage, umso leichter, umso locker du an das Ganze rangehst, mit Herz, mit Begeisterung, dann musst du dir in Zukunft keine Sorgen mehr machen, dass du neue Vertriebspartner, neue Kunden findest. Denn wenn du von etwas überzeugt bist, dann wirst du andere damit anstecken. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und ich sage auch immer, das Allerwichtigste ist oder das Allerbeste und Einfachste ist, wenn du Network Marketing nebenbei anfängst, dir nebenbei aufbaust mit einem vorhandenen Grundeinkommen, wo auch immer das herkommt, nebenbei es aufzubauen, nämlich um nicht draußen zu stehen und verkaufen zu müssen, sondern in jedes Gespräch reingehen zu können, so nach dem Motto, hey, ich habe für mich die besten Produkte gefunden, das beste Geschäft gefunden, was es geben kann, ob du das für dich auch findest oder nicht, ist mir egal. Ja? Und wenn ich mit dieser Einstellung reingehen kann, nicht so, oh, ich muss jetzt den nächsten Verkauf machen, weil ich brauche die 3,50 Euro und sonst, ja, das ist die ungünstige Ausgangsposition, die ich machen kann. Und wenn es bei uns im Team darum geht, in die Hauptberuflichkeit überzugehen, zum einen achtet unser Unternehmen da sehr, sehr stark drauf und zum anderen achte ich in meinem Team nochmal exklusiver drauf, weil ich möchte niemanden da draußen stehen haben, der verkaufen muss. Weil dann ist Druck dahinter und das merkt ja der Gegenüber. Das ist cool, das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Was kannst du den Hörerinnen sonst noch mit an die Hand geben, wenn wir sagen, die drei Tipps, die sie sofort in die Praxis umsetzen können, wenn wir über das Thema Arbeitsweisen sprechen oder was waren für dich die drei Faktoren, die wirklich den Durchbruch in einem Geschäft gebracht haben? Tatsächlich haben wir ja mittlerweile extrem viele Möglichkeiten, uns rund um dieses Business zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Unternehmen ist. Bei uns im Unternehmen ist gerade so, du kannst pro Tag 10 verschiedene Zoom-Calls dir angucken zu diesem Thema, jenem, welchen Schulung, aus dem, aus das. Dann kannst du noch irgendwo, was weiß ich was. Also man kann sich ja unglaublich viel beschäftigen mit Podcasts, mit Zoom-Calls, mit Videos, mit Büchern, mit. Und was ich immer meinen Leuten zuerst schule, dass sie sich voll konzentrieren auf die EPAs, die Einkommen produzierenden Aktivitäten. Das heißt, ungefähr 2/3 deiner Zeit, die du in dein Network investierst, sollten mit EPAs stattfinden. Das heißt, womit verdienen wir denn Geld? Kunden, also Produkte an Kunden verkaufen, neue Partner einschreiben und dann das Allerwichtigste ist, Follow-up zu machen, nach Empfehlungen fragen.
gucken, dass der Kunde auch weiß und auch merkt, was seine Resultate sind und damit nachverkaufen. Also zum einen, dass er weiterhin in der Produktnutzung bleibt, zum anderen aber auch zu gucken, hey Mensch, du bist jetzt grundsätzlich mit den Produkten zufrieden, guck dir doch nochmal das Produkt an. Vielleicht möchtest du das ja noch mit dazu nehmen, also das Vertrauen aufbauen zum Unternehmen und zum Produkt. Das sind die drei Punkte, die uns Geld verdienen. Und dazu brauche ich kontaktieren, terminieren und präsentieren. Und das sind die einzigen Dinge, die uns tatsächlich dazu bringen, dass wir Geld verdienen. Zwei Drittel deiner Zeit, die du dir für Network Marketing blockst, auch das ist ein wichtiges Ding, plan dir ein, wann du dein Business machst. Und zwei Drittel deiner geplanten Zeit verwendest du mit Einkommen produzierenden Aktivitäten und nur ein Drittel, und auch das würde ich gezielt einplanen, jeden Tag eine Viertelstunde, jeden Tag eine halbe Stunde, je nachdem, wie viel Zeit du so hast, dein eigenes persönliches Studium. Und dazu gehören dann Podcast hören, Seminare belegen, Bücher kaufen, Bücher lesen, Austausch mit anderen Kollegen, Austausch mit meiner Downline, Austausch mit meiner Upline. Ja, alles, das sind alles tolle und wichtige und wertvolle Dinge, aber in dem Moment nicht das, was die Kohle aufs Konto bringt. Also nichts ersetzt die eigene Arbeit. Und das ist das, was ich immer sage. Dein Wissen macht gerade mal circa 10% deines Erfolges aus. Klar ist es wichtig, dass du weißt, worüber du sprichst, dass du Produkte weiterempfiehlst, nicht nur sagst, es schmeckt gut, probier mal, sondern dass du ein bisschen was darüber erzählen kannst. Aber am Ende das Allerwichtigste, dass du in die Aktivität kommst, weil die besten Ausbildungen bringen dir nichts, wenn du dann einfach auf der Stelle stehen bleibst und zuguckst, wie alle im Schnellzug an dir vorbeiziehen, aber du selber halt nicht in die Gänge kommst. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, mit diesen 15 bis 30 Minuten am Tag Weiterbildung. Ich glaube, das ist auch für alle ganz wichtig. Da geht es nicht darum, gleich von Anfang an für Zehntausende von Euros irgendwelche Seminare zu buchen oder Weiterbildungen zu machen. Weil es klingt immer so, ja, du musst dich weiterbilden. Dann denken die meisten gerade, du musst ein Studium machen. Im Gegenteil, es reicht, wenn du jeden Tag 10 Seiten in einem Buch liest oder unseren Podcast hörst, der 20 bis 30 Minuten dauert. Das sind auch alles Themen, die dich weiterbilden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dankeschön, für das ist sehr, sehr spannend, auch für mich zum Zuhören. Was denkst du, die Branche ist ja oftmals auch noch ein bisschen verrufen oder viele sagen ja, Schneeballsystem, es ist illegal. Wo siehst du die Branche in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was denkst du, wird sich da verändern? Also tatsächlich merkt man es aktuell gerade ganz krass, wie sich die Branche verändert und wie sich die Branche jetzt gerade vor allem in Deutschland etabliert, in vielen anderen Ländern im asiatischen Bereich, in den USA, Kanada, war ja Network Marketing auch seit Jahren, seit Jahrzehnten schon wirklich das Business, wo du ohne Risiko, ohne irgendwelche Vorbildung, ohne Investition starten kannst. Und mittlerweile ist es bei den Deutschen auch angekommen. Und ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Den Deutschen ging es einfach lange Zeit viel zu gut, um neugierig genug zu sein für solch ein Unternehmen. Und wenn ich mir so angucke, gerade auch in unserem Unternehmen, die da ganz oben und ganz erfolgreich sind, das sind die alle irgendwann in ihrem Leben eine Situation hatten, wo es ihnen nicht so gut ging. Auch solch eine Situation habe ich in meinem Leben gehabt, wo ich dann richtig losgestartet habe. Und ich habe mir am Anfang immer die Frage gestellt, muss es mir erst richtig schlecht gehen, dass ich im Network Marketing erfolgreich werde? Und bisher war es tatsächlich so in Deutschland, weil wir einfach ein unglaubliches, sicheres Netz hier haben und ein unglaubliches Selbstverständnis für, naja, irgendwer wird schon bezahlen haben. Das glaube ich, in Schweiz und Österreich können wir da auch mit reinnehmen, also die ganze Dachregion. Genau. Und das ist etwas, wo sich in der aktuellen Zeit gerade so ein Selbstverständnis verändert. Selbst wenn ich in einem großen Konzern angestellt bin, dieses, oh, ich habe Kurzarbeit. Und Menschen machen sich gerade Gedanken über, ist tatsächlich mein Hauptjob so sicher, wie ich das denke? Reicht es aus? Kann ich mit dem, was ich dann noch bekomme, auch wirklich mein Leben führen, was ich führen möchte? Und das ist so eine keine Grundunsicherheit, sondern nur ein neues Grundnachdenken über das, was da draußen ist und über das, was wir bisher für selbstverständlich genommen haben. Und das sehe ich als absolute Zukunftsperspektive für unser Business. Und der ganze Bereich online, ja, aktuell waren ja ganz, ganz viele Dinge online. Es hat ja live schon eigentlich gar nichts mehr stattgefunden. Und das ist auch die große Chance für Network Marketing, weil wir können ganz, ganz viele Dinge wirklich über online lancieren, starten. Natürlich geht nichts über den direkten Kontakt. Und das ist etwas, was ich auch die letzten Monate sehr, sehr, sehr vermisst habe, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Und nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, online zu arbeiten. Und das ist auf die Zukunft gesehen, wo jetzt in den letzten Monaten so viele Menschen gemerkt haben, so, oh, online funktioniert ja. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Und es finden Online-Stammtische statt und es finden Online-Geburtstagsfeiern statt. Ja? Und das ist einfach eine große Chance für unser Network-Marketing, weil die Menschen offener werden gegenüber solchen Medien und wir einfach Zeit und Geld sparen, wenn wir die Erstinformation online machen und jemand sich dann entscheiden kann und wir dann erst, wenn die Entscheidung getroffen ist, hunderte von Kilometern fahren, um uns auszutauschen, um uns kennenzulernen, Veranstaltungen zu haben. Das ist definitiv für die Zukunft, finde ich, das Beste, was uns passieren kann. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass wir nicht sagen, es geht jetzt nur noch 100% alles online. Im Gegenteil, ich finde, wenn du die Offline- und die Online-Welt miteinander verbindest und von beiden Welten die Vorteile rausnimmst, dann bist du wirklich unschlagbar, weil du dann wirklich deine Zeit noch effektiver einsetzt, Ressourcen schonst, aber auch auf beiden Seiten wirklich von Anfang an die Fronten gleich klärst und du. Das ist auch wieder das Thema Bittsteller. Du sondierst erstmal aus, wer ist wirklich interessiert und gehst erst dann dahin. Das heißt, die Interessenten merken auch, hey, das ist wirklich ernst. Und das ist ein Business und nicht einfach so ein kleines Hobby, was ich nebenbei aufbaue. Und was bin ich früher an Kilometern, an Hunderten von Kilometern gefahren? Für nichts. Ja. Ja, aber so lernt man. Unterm Strich eine extrem hohe, gute Abschlussquote, wenn man Vorinformationen hat. Ja? Mhm. Also meine Abschlussquote, wenn die Leute erstmal so weit sind, dass wir sprechen, sei es nun mit Zoom-Call oder live, ich habe eine Abschlussquote von roundabout 80%, weil einfach davor schon so viel Information laufen konnte, dass die anderen schon davor nicht mehr da sind. Mhm. Wer nicht in der Lage ist, sich ein Video von 5 Minuten anzugucken, sorry, disqualifiziert. Ja. Ja, das sind dann aber auch nicht die Menschen, mit denen du das Business machen möchtest, weil du willst ja Leute, die so sind wie du, die Vollgas geben, die das mit Begeisterung machen und mit solchen, die keine 5 Minuten Zeit haben, ganz ehrlich, dann kannst du dir schenken. Ja. Und ich glaube, das ist nochmal zusammengefasst auch ganz wichtig für alle Zuhörerinnen da draußen jetzt, wenn du gerade noch am Anfang stehst, hab auch den Mut, mal Nein zu sagen, wenn du denkst, boah, mit der Person möchte ich jetzt irgendwie nicht zusammenarbeiten und das kann ich mir nicht vorstellen. Es werden die richtigen Menschen kommen, wenn du dein Business vom Herz aus machst und nicht nur aus monetären Gründen, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Also vergiss diesen Mutter-Teresa-Instinkt, hilf nicht allen, betreue sie nicht zu Tode, sondern steh für dich selber ein und tu das einfach, was dir gut tut am Ende. Ja, vielen Dank, liebe Corinna, mega spannend. Wir kommen jetzt zur letzten Frage, das ist die kurze Frage-Antwort-Runde. Da habe ich 4 Sachen für dich vorbereitet und ich schieße einfach mal los mit dem ersten Trommelwirbel. Herz oder Kopf? Herz. Was bedeutet Freiheit für dich? Tun und lassen können, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Und was war dein bisher schönstes Erlebnis? Das Siegtor beim Handball an der Mittellinie in der letzten Sekunde, ein Fallwurf, der ins Tor kam, weil keiner damit gerechnet hatte, dass ich werfe. Ich auch nicht. Wow. Gänsehaut, krass. Und was wünschst du dir für unsere Gesellschaft, für die Zukunft? Mehr Echtheit bei den Menschen. Ehrlich und echt. Wow. Und jetzt noch eine Frage für dich, auf dich zugeschnitten. Muss ich kurz überlegen. Schokolade oder Apfel? Beides, nacheinander. Weil ich da hinten bei dir im Banner gerade einen Apfel gesehen habe. Zum Thema Gesundheit. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Corinna. Ich glaube, das war ein perfektes erstes Interview für den Network Marketing Whistleblower Podcast. Es waren richtig tolle Praxistipps auch dabei. Und ja, meine Liebe, wenn du jetzt dir den ersten Podcast angehört hast, dann gebe ich dir einen Tipp noch mit an die Hand. Ich hoffe, du hast mitgeschrieben. Ansonsten kannst du dir gerne noch ein zweites Mal anhören, weil da waren wirklich gute Impulse dabei, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Und das auch nochmal mein Appell an dich. Nutz diese Dinge auch für dein Business, für dein Geschäft. Komm in die Aktivität, komm in die Umsetzung, denn nur so gelingt es dir, dein Network-Marketing-Business langfristig erfolgreich aufzubauen.
Ja, liebe Corinna, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Einfach unter meinem Namen corinnawerner.com oder wenn man Corinna Werner eingibt und nach Pink schaut, dann bin ich die Richtige. Bei Instagram bist du auch zu finden oder bei Facebook auch. Also wir packen das natürlich auch nochmal alles in die Shownotes, so heißt das, glaube ich, in der Podcast-Sprache. Ich lerne ja auch noch dazu. Ja, vielen herzlichen Dank auch dir, liebe Corinna, aber auch dir und du, liebe Zuhörerin, dass du dir die Zeit genommen hast, den ersten Network Marketing Whistleblower Podcast anzuhören. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes, ein Follow auf Spotify, ein Daumen hoch auf YouTube oder folg mir sehr gerne auch auf Instagram für mehr tägliche Inspiration. In diesem Sinne, vielen Dank, alles Liebe, alles Gute und bis bald. Ciao.